Ja, Leute, was soll ich euch erzählen? Haben wir unseren Sechster gefunden? Philipp Barkley hat sich gemeldet. Und eigentlich mit fast dem Statement und der Aussage, die ich auch schon seit ein paar Wochen gesagt habe, was wahrscheinlich kommen wird. Philipp Barkley hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, er fühlt sich fit und bereit für die zweite Liga, für den Profikader. Er wartet im Prinzip darauf, dass Werder auf ihn zugeht und Gespräche führt. Denn dann würde er sich sehr gerne der Profimannschaft anschließen. Faktenlage ist die, dass Philipp Barkfriedes Vertrag vor der letzten Saison nicht verlängert worden ist, weil man ihn im Prinzip gestrichen hat. Philipp Barkfriede hat daraufhin einen Verein gesucht, hat keinen gefunden, hat man ihn bei der U23 aufgenommen. Da war die Saison allerdings durch die ganze Situation relativ schnell gestrichen, hat ihn am Ende, 2 Spieltage vor Schluss, war es 19. oder 30. Spieltag, hat man Philipp Barkfriede zurück in den Profikader wieder aufgenommen, um ihn als Option auf der Bank zu haben. Kurzeinsatz gab es auch. Jetzt die große Frage, nimmt man ihn auch mit in die zweite Liga, in die Profimannschaft? Naja, wenn man Barkfriede jetzt fragt, er hätte Bock, er fühlt sich dazu bereit. Er sieht sich da als unsere eventuelle Sechserlösung. Also bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Schreibt mal jetzt schon mal rein, jetzt vorab schon mal reinschreiben. Was würdet ihr mit Philipp Barkfriede jetzt anfangen? Würdet ihr ihn zurücknehmen in die Profikader? Würdet ihr sagen, ja, das tut gut. Seht ihr denn ihn auch einen Teil der Sechser-Zukunftslösung oder wie auch immer? Eure Meinung gerne mal rein. Jetzt kommt meine Meinung dazu. Ich persönlich würde Philipp Barkfriede schon mit in die zweite Liga nehmen. Würde seinen Vertrag so anpassen, dass er einen leistungsbezogenen Vertrag bekommt. Denn wir wissen alle auch um die Verletzungsanfälligkeit von Philipp Barkfriede. Da muss man halt einfach auch gucken, was unsere finanzielle Situation dann hergibt. Und das ist halt nicht viel. Daher würde ich persönlich einen leistungsbezogenen Vertrag mit Philipp Barkfriede abschließen und ihn dann eben als Option mitnehmen in den Profikader. Denn ich glaube, dass er die Jungen da vielleicht nochmal ein Stück was ranführen könnte. Glänzt ja so ein bisschen auch mit Erfahrung und sein Wille hat schon immer gestimmt. Aber ich sehe ihn auf gar keinen Fall als unsere Sechserlösung. Ich bleibe weiterhin dabei, wir müssen einen Sechser holen. Wir brauchen einen guten, starken Sechser, der in der zweiten Liga auch klarkommt. Trotzdem, als Kaderkandidat würde ich einen Philipp Barkfriede mitnehmen. Das wäre so meine Meinung. Was jetzt Werder macht nach der Aussage von Barkfriede, ich glaube schon, dass man auf ihn zugehen wird. Ich denke, dass vor allem Markus Anfang sich für Barkfriede bei der Vorbereitung angucken wird und man dann entscheiden wird. Das ist so meine Prognose, was ich tippen würde bei dem Ganzen. Und jetzt seid ihr im Prinzip gefragt, alle mal reinschreiben, was würdet ihr mit Philipp Barkfriede anfangen? Würdet ihr mit in die zweite Liga nehmen, ihn aufbauen, ihn als Kaderkandidat sehen? Vielleicht seht ihr ihn sogar als festen Bestandteil. Alle Meinungen sind erwünscht, gerne mal rein. Und damit würde ich sagen, bis dahin, euer Nico.